Piu. Hä? Hä, wie können wir das übersehen haben beim letzten Mal? Hat der Flexi aus der Vergangenheit schon wieder nichts mitgenommen hier? Was ist denn hier los? Aber hier, die Schränke sind leer. Okay. Hä? Habe ich das beim letzten Mal übersehen alles oder spawnt das neu? Okay. So, dann lass doch mal gucken. Also, wir können in Luft also dashen. Das ist ja witzig. Jetzt müsste die Tür ja offen sein, oder? Wenn ich dich erinnern darf, die Tür ist elektromagnetisch verschlossen. Bist du taub oder was? Verzeihung, bitte mach weiter. Da war auch einer, ne? Will mal gucken, ob ich den irgendwie vielleicht... Kampfschock! Setze Schock gegen Gegner ein, um sie außer Gefecht zu setzen oder sogar zu töten. Wir wissen, ob der zurückgeht. Wo ist der? Achtung! Wir weisen darauf hin, dass der illegale Besitz und die Verbreitung von Experimentdaten Verbrechen gegen die kommunistische Partei sind und mit der Todesstrafe geahndet werden. Sieh hin, es wird Zeit. Okay, ich sehe. Oh Gott, das sind drei Stück. Oh fuck. Fuck my life. Kommt der gerade, der eine? Hat er mich gesehen? Der hat mich nicht gesehen, okay. Der kommt auch gerade zurück. Mist, ich kann... Ah, um Ecke lehnen wäre noch geil. Okay, die gehen nicht so weit. Das ist natürlich gar nicht gut. Oh, wie mache ich das denn jetzt? Wo geht's denn hier hin? Oh, die haben mich gesehen, ne? Oh ja, er hat mich gesehen. Oh, fuck. Fuck my life. Haha. Na, da muss ich aber los. Wo ist der hin? Magic? It's magic. Ich habe ihn weggezaubert. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ich habe den völlig aus dem Bild gehauen. Krass. Okay. So, was haben wir hier? Victor, mein Schatz, ich habe dich so vermisst. Liebling, du hier? Wie wundervoll. Aber wie bist du hineingekommen? Ich habe die Papiere von jemandem genommen und mich als einer der Doktoren ausgegeben. Ist ja auch egal. Hauptsache, dass ich hier bin. Und ich habe die Ausrüstung gebracht, die du wolltest. Die Stimme kenne ich doch. Wo habe ich die schon mal gehört? Es tut mir leid, dass ich dich da reingezogen habe, Schatz. Aber Setchinov ist zu weit gegangen. Ich habe mit Stockhausen gesprochen. Er ist schließlich mein Freund. Ich dachte, er würde mir helfen, diesen Irrsinn zu beenden. Aber das Arschloch gibt mir die Schuld. Also hat Setchinov mich hier reingeworfen. Das spielt keine Rolle mehr. Ich hole dich da raus. Sag mir, was ich tun soll. Du musst für eine winzige Störung in Kollektiv sorgen. Nur ein paar kleine Softwareprobleme. Gleichgesinnte Kollegen in anderen Komplexen warten nur auf mein Signal. Wir werden alle Anlagen auf einmal sabotieren. Dann sieht die Welt endlich, was die Kreml-Diktatur vorhat. Und dann? Setchinov wird nie aufhören, nach uns zu suchen. Wir fliehen aus dem Land, laufen in die USA über und leben den Rest unseres Lebens im Luxus. Wenn wir Setchinov erst entlarvt haben, kann er uns nichts mehr anhaben. Aber dazu brauche ich den Zugriff aufs gesamte Netz. Gut, ich verbinde deine Ausrüstung mit dem Hauptserver. Und dann... Ach krass, okay. So, Befehl des Sicherheitsleiters an stellvertretenden Sicherheitsdienstes. Streng geheim. Befehle des Sicherheitsleiters des Vavillo-Komplexes. Verstärkte Überwachung der Gefahren im Vavillo-Komplex. Befehl. Verstärke die Überwachung des Gefangenen S23038-5, Viktor Petrov. Lass ihn genau beobachten, rund um die Uhr. Weise ihm während seiner Arbeitsschicht keine Aufgaben zu, für die er das Archiv oder die Kältewerkstatt verlassen musste. Überwachungsbericht, auch von den Sicherheitsleitern, streng geheim, dringend. Es wurde soeben eine polymerische, verschlüsselte Nachricht entdeckt, die an von W. Petrov genutztes Terminal verschickt wurde. Bisher konnten wir weder Text noch Daten entschlüsselt werden. Es wurde jedoch die Absender identifiziert. A. Romaschenkov, Leiter, Ingenieur des Rameniki-P-Komplexes. Und W. Wischegrostowski,
hochrangiger Ingenieur im Neuerdenkomplex. Auch ein gewisser N. Somni wird erwähnt, wobei dessen Identität bislang nicht geklärt werden konnte. Es könnte sich bei den Personen um Petrovs Mitverschwörer und Saboteure handeln. Informieren unverzüglich den Sicherheitsdienst sowie Genosse Stechenov persönlich. Eine Sabotage zu diesem Zeitpunkt wäre nicht inakzeptabel, sondern könnte sich auch als katastrophal erweisen. Ja, sieht man ja. Das ist so gut. Was ist das? Das blinkt so komisch. Oh, hier ist auch nochmal was. Was haben wir denn hier? Zensur ist genug. Vom Labordozenten an Aushilfsarbeiter Niedrigschwerkraft Gutsortierung? Was? Diese Nachricht wurde zur Sicherheitsstation umgeleitet, da sie vom Zensurfilter markierte Wörter enthält. Die Stellen meiner Experimente zur Veränderung der Struktur von Cannabis einfach ein. Ich habe versucht zu erklären, dass ich nur taue, robuste Stoffe und Ähnliches entwickeln will. Aber dann hat sich vorgestern einer deiner Gepäckträger einige experimentelle Pflanzen gepflückt und ist dem Geröchel von der Krankenstation nach wohl immer noch berauscht. Wir müssen das Projekt wohl einstellen. PS. Du und den Gebrügern Klimov von der Akademie den Rest verkaufst, dann gib mir ein paar Rubel ab, damit ich mich nicht wie ein Idiot fühle. Das letzte Mal. Vom Gentechnikerin an Sekretär. Okay. Ich bin nicht hergekommen, um Biologie zu unterrichten, sondern um eine Abteilung zu leiten. Bitte mach all dieses Erobern neuer Pflanzen unmissverständlich klar, dass tropische Pflanzen niemals für das Terraforming nötige Menge an Sauerstoff erzeugen könnten. Ganz gleich, was wir mit ihnen tun. Ja, äquatoriale Wälder sind die größten Sauerstoffproduzenten des Planeten. Sie sind aber auch die größten Sauerstoffverbraucher. Können sie ein Gleichgewicht wahren? Gewiss. Können sie ein neues System erzeugen? Unmöglich. Was man wirklich braucht, ist Phytoplankton. Überraschung. Phytoplankton ist der wichtigste Produzent von Sauerstoff auf der Erde. Aber das wüsste dieser Bursche, wenn sie im Biologieunterricht nicht in Tagträumen von den Sternen festgehangen wäre. Polymer in Tieren. Forschungsassistent an Spezialisten in der Abteilung für genetische Modellierung. Polina, ich möchte ein inoffizielles Experiment durchführen, in dem Tieren, die aus Pavlov kommen, Neuropolymer für Impfstoffe züchten. Das ist natürlich nicht unser Fachgebiet, aber ich bin sehr neugierig, was wir erreichen können, wenn wir mithilfe des neuralen Netzwerkes analysieren, wie die Tiere Futter finden. Vielleicht erhalten wir interessante Daten, durch die wir Tierfutter entwickeln können, das Schweine und Kühe stärker anspricht. Ich beschränke das Experiment vorerst auf eine einzige Kuh, ein Schwein und ein Huhn. Dann sehen wir weiter. Ob wir die Tiere sehen werden? Das wäre bestimmt lustig. So, warte mal. Wie viele laufen da noch? Okay, der eine ist da drüben. Guck mal, wie weit der läuft. Okay, da ist seine Endstation. Oh, der hat uns gesehen, ne? Das gibt's doch nicht. Na, komm mal hier rein. Ich hau dich weg wie dein Kollegen. So, jetzt gibt's richtig auf den 12. Oder zerfallen die? Also, kann das sein, dass sie zerfallen? Also, weil die einfach in 1000 Stücke fliegen? Aber dann kriegen wir keine Teile, ne? Ist blöd. Jetzt muss ich den irgendwie mal hinterrücks irgendwie erledigen. Die haben richtig Augen wie Adler.
Er hat mich gesehen, okay. So, warte. Warum bleibt er stehen? Hat er mich gesehen? Bleib stehen! Bam! So. Gib mir mal deine Sachen her. Ich habe gestern was Cooles für die PS5. Hallöchen, ich habe gestern was Cooles für die PS5 gekommen. Die VR und habe gerade die Resi-Demo gespielt. Wow, ist das gut gemacht. Ja, ach, hast du gekauft, die Dings. Die PlayStation VR 2. Ja, ich habe schon vieles gesehen, vieles auch gelesen. Freue mich auch schon drauf. Die werde ich mir wahrscheinlich irgendwann erst in ein, zwei Jahren holen. Beziehungsweise wir. Wahrscheinlich werden wir es erst in ein, zwei Jahren machen. Wissenschaft ist die Zukunft. Fortschritt beginnt mit dir. Ja. So. Oh, wie kommen wir da rein? Wir haben keine Alternative. Wir müssen damit fahren. Wohin? Petrov ist aus der Kältewerkstatt von Wawilow geflohen. Logischerweise sollten wir dort mit der Suche anfangen. Okay, und wie komme ich dahin? Zuerst müssen wir zum Verteilzentrum. Dahin kommen wir in dieser Seilbahn. Ja, aber, okay. Alter. Das ist ja spannend. Mit dieser Seilbahn. Oh Gott. Man kann nicht mehr schwimmen. Das habe ich schon gemacht. Ist eigentlich ganz schön. Wie schwimmen im Meer mit Walen und Delfinen. So friedlich. Warte mal eben. Lass mal hier gucken. Das ist alles Polymer, ja, sagst du? Meer. Aha, hab's doch gewusst. Okay. Das heißt, wir müssen... Oh, Alter, ich dachte schon... Nein, ich hänge fest. Oh. Tauchen können. Hui. Okay, das ist weird. Die Bahn ist außer Betrieb. Fahre das Steuerungssystem erneut, um die Linie zu reaktivieren. Und wie soll ich die Verbindung neu starten? Irgendwo hier müsste eine Bedientafel sein. Ach was. Aha. Oh, hier können wir speichern. So, ich denke, dass... Oh.
Okay, ich denke, dass es das die Bahn hier sein wird, mit der wir fahren dürfen. Oh, ich freue mich. Das ist ja wie auf dem Jahrmarkt. Wie auf der Kirmes. So, erstmal hier oben gucken. Was haben wir hier Schönes? Ich hoffe, wir stürzen damit nicht ab. Mit dieser Kugel. Boah, wie cool das aussieht, ne? Mag das Design ja. Ist ja echt geil. So, warte mal. Dann würde ich sagen, da kommen wir auch rein. Ich mach erstmal den hier, warte. Da ist die Bedientafel. Und natürlich gesperrt. Das ist genau euer Ding, oder? Aber das ist neu. Ein Kombinationsschloss. Oh, ich brauche mindestens ein Jahr, um die Kombination rauszukriegen. Sieh dich doch mal um. Vielleicht hat jemand den Code. Stationsvorsteher. So ein Witz. Ach so. Okay. Was war das? Was? Hat er den Code? Ohne Schaltplan läuft die nicht. Steckt fest. Ohne Plan geht nichts voran. Oh, scheiße, der lebt noch. Schaltplan, brauchst du Schaltplan? Er ist leider tot. Wir sind von Leichen umgeben. Warum bist du erstarrt, so wie alles hier? Die laufen nicht. Nein, ohne Schaltplan geht gar nichts. Die Toten haben ein Neuropolymer-Restspeicher und können noch eine Weile nach ihrem Tod kommunizieren. Ach, krass. Na super. Wo ist jetzt der Schaltplan? Na super. Und wo ist jetzt dein Schaltplan? Schaltplan? Der Schaltplan, den ich brauche, um die Wagen zu bewegen. Wo ist er? Der Stationsvorsteher hat ihn nicht überlebt. Nicht so schnell wie ich. Ist gestorben. Das ganze Ding ist eine einzige Leichenhalle. Ist der Stationsvorsteher in diesem Tunnel gestorben? Dieser Tunnel. Er starb und alles erstarrte. Direkt vor meinen Augen. Du brauchst den Schaltplan. Bist du sicher, dass der Stationsvorsteher ihn bei sich hat? Nimmt er ihn überall hin mit? Er trägt ihn bei sich, der Stationsvorsteher. Finde ihn, hol den Schaltplan. Alles klar, ich suche ihn. Vielleicht hätte ich mich bedanken sollen. Ohne Schaltplan läuft die nicht. Steckt fest, ohne Plan gibt nichts voran. Oh Scheiße, der lebt noch. Ach du Scheiße, ja, ist eine sprechende Leiche. Ach du Scheiße, eine sprechende Leiche. Juhu, eine Kiste. Denk dran, Fabrikator noch regelmäßig aufzusuchen, um eine Handschuhfähigkeit. Achso, ja, stimmt. Das können wir mal eben machen. Was soll es sein, Major? Waffen oder fähig? Oder fähig? Ich nehme Waffen. Und zwar viele. So, Verbesserung. Ja. Können wir die Axt noch mal ein bisschen verbessern? So, Polymerschneide, Verbesserung, haben wir alles dafür da? Haben wir. Erhöht den Schaden. Da, 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 starker Hieb. Er fügt einen Spezialangriff hinzu. Machen wir doch hier mal. Wenn P3 ein Treffer landet, kann er nicht von gegnerischen Angriffen umgeworfen werden. Das mache ich mal. La 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 la. La 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 la. Leidet er weniger Schaden, okay? Die Musik dabei. Da da. Beschleunigt das Aufladen von Spezialangriffen. Auch nicht schlecht. Erhöht den Energiebonus. Das mache ich mal. Ja, sieht schön aus. Können wir trotzdem vorne... Können wir noch, ne? Den Schaden erhöhen. Das mache ich mal. So. Hallo. Der nächste freie Mitarbeiter ist stets für Sie reserviert. So. Der Kühlschrank Zugang ist der beste. Gewährt. Ja. Was haben wir denn da? Moin Cookie. Grüß dich. Willkommen. 42 haben wir. Was haben wir denn hier noch? Einfrieren. Kostet 11. Hochdruck. Die Druckkammer, die die maximale Reichweite des Kühlstrahls kontrolliert, kann verbessert werden. Dadurch erhöht sich die Reichweite. Das machen wir mal. Flimm. Massentelekinese, Polymerstrahl. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Oberfläche. Kann man sagen, auch auf einer Oberfläche schießen, ne? Ach so. Lol. Ach krass, okay. Polymer-Schild finde ich auch gut. Ich glaube, ich würde erstmal das Schild nehmen für 28. Das nehmen wir mal installieren. Ach da, okay. So, dann Polymer-Schild. Wähle gegnerische Angriffe ab und führe sofort einen Konter hinaus. Okay. So, ich speichere mal. Speichere Daten. So, im Fernsehen läuft nichts. Wie immer. Kann ich dadurch schwimmen? Oder. Ah, nee, ich kam von hier, ne? Stimmt, da war ja was. Dies ist Icarus. Ey, wir müssen jetzt den Code finden. Waren wir nicht hier schon? Verdammte Maschinen! Was? Was? Das Bügeleisen angelassen? Was? Das ist deine größte Sorge im Tod? Wir müssen es nur bis zur Seite schaffen, Vasili. Ist ja das? Ach, verdammt! Ich habe den Schaltplan verloren! Ah, hier! Vasili, hörst du? Er muss hier irgendwo sein! Okay. Das muss ich mir jetzt behalten. Oh Gott, das kann ich mir niemals behalten bis da hinten. So, die vier, okay. Dann ist das kein Toter, der mit mir redet, sondern das Neuropolymer in seinem Schädel, richtig? Ganz simpel ausgedrückt, ja. Während das Neuropolymer abstirbt, speichert es vorübergehend die letzten Gedanken des Individuums. Gruselig. Wie lange sprechen Sie denn dann noch? Genau kann ich es nicht sagen. Irgendwas zwischen einer Minute und ein paar Tagen. Aber je mehr Zeit nach dem Tod vergeht, desto schadhafter werden offenbar die Informationen. Verstehe. Also ist es nicht immer wichtig, was Sie sagen. Die armen Schweine. 1, 2, 3, 4. Hä? Oder war das... War das hier unten? Nee. Hä, ich muss mal gucken gehen. Hä, warte mal. Entschuldigung, ich muss mal gucken. Bleib bei uns! Nein. Aktivieren wir die Seilbahn und nichts wie weg hier! Okay, von der Hälfte ist es links. Okay. Haben wir da eine Hälfte? Lass mal eben gucken. Ja, wir haben eine Hälfte. Das heißt, es ist so, so, so und so. Ja, okay. Alles klar. Es ist doch sehr rätsellastig, hätte ich nicht gedacht. Hoffentlich funktioniert es. Die Seilbahn ist aktiviert. Herzlich willkommen. Bitte die Plätze je nach Fahrkarte einnehmen. Tut mir leid. Habe ich eine Fahrkarte? Keine Fahrkarte. Ja, wollte ich gerade sagen. Bereit zur Abfahrt. Oh Gott. 9, 8, 7, 6, Abfahrt! Abfahrt! Ach, im Tunnel herrscht das reinste Chaos. Das wird eine ganz schöne Holperfahrt. Oh ja. Oh Gott, da unten. Okay. Hui! Was ist das denn? Wieder zurück? Oh Gott, Hilfe! Hui! Hui! Au! Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich hab doch gewusst, das wird... Das wird heftig. Huch. Verdammt. Du schon wieder? Was? Wo kommen die denn her? Sehe ich. Aua! Aua!
Verdammte Roboter. Ja, ich wollte gerade sagen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit, kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Okay, vertikale Hindernisse überwinden. Drücke X, okay, das Rohr, so, um die Fässer rein in den Hauptraum zu klettern. Okay. Ich guck trotzdem einmal hier, weil hier nämlich nichts ist. Okay, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Dachte, vielleicht ist da irgendwas. So. Dann wollen wir mal. Wo muss ich denn hin? Dahin? Huah! Und jetzt? Muss ich jetzt da rüber? Na toll! Das ist ja gut gelaufen. Das ist ja ganz großartig gelaufen. Achterbahn! Bist ja weit gekommen, ja. Nein. Die Musik gerade. So, das war schon mal richtig. Huah. Muss ich hier? Nee, ne? Oder? Ach doch. Ach, krass. Oh Gott! Verdammt nochmal. Das kam überraschend. Könnte man wohl sagen. Gute Reflexe, Major. Und ab. Ohne die würde ich nicht überleben. Ja. Kann ich jetzt... Also... Huah. Charles, das war ein Burav, oder? Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Buravs fräsen sich in unglaublichem Tempo, selbst durch die härtesten Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen auf sie. Ein Burav, sagst du? Okay, ich Burav gleich mal. Was? Hey, wo kommt der denn her? Hey. Aua! Aua! Ja, schön. Da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Du bist tot. Okay, haben wir das auch mal gesehen? Ist ja krass. Oha.